Ich grüße euch total und recht herzlich hier Shop-Plaudereien aus dem Jahre 2021. Ich habe gerade mal gesehen, 2020 fing es an mit der Pandemie und ich darf euch sagen, 2020 war alles irgendwie dennoch viel, viel besser. Wirklich, tatsächlich, viel, viel besser. Trotz dieser Wahnsinnspandemie im Jahre 2020 war der Bürger anders unterwegs. Er war dennoch freundlich. Und es war auf eine Art dennoch okay alles. Ja, ich selbst lag ja auch wegen dieser Pandemie im Krankenhaus. Ich musste ja sogar 2 Monate pausieren, wie alle anderen auch. Aber jetzt im Jahre 2021, jetzt paar Tage vor November 2021, ist es doch. Wir haben, während ich dieses Video mache, habe ich auch viele lustige Sachen erlebt durch TikTok. Da sagte gerade einer komisch, Montag bis Freitag ist ja riesig, lange, boah. Aber Freitag bis Montag ist so kurz, die Zeit ist richtig. Montags bis Freitags sind viele von euch mindestens 50 Stunden am Werkeln, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Bei TikTok werden so lustige Sachen gemacht wie, ich bin 30, fühle mich aber 40 Jahre im Beruf. Ey, das geht nicht, wenn man gerade 30 ist, kann man nicht 40 Jahre im Beruf sein. Dann kommt die trockene Antwort, ja und was ist mit den ganzen Überstunden? Wenn man das so sieht, bin ich mindestens 50 Jahre schon im Beruf und durch die ganzen Überstunden. Also wie ich bei der AG war, Karstadt AG, habe ich mehr Überstunden in meinem Leben gehabt wie normal. Gut, ich habe mir die ausbezahlen lassen, weil was soll ich mit so viel Freizeit? Manchmal hätte ich 1-2 Monate frei gehabt, das geht gar nicht, ging gar nicht. Weil die Reduktion der Personen war ja immer gegeben, es fehlten ja immer, sonst hätte man ja nicht so viele Überstunden gemacht. Ich weiß nicht, wie es heute ist bei euch und ich weiß auch nicht, dass man das jetzt hier bei YouTube, weil das könnte man jetzt bei TikTok. Bei TikTok würde man auch sicherlich eine ordentliche Antwort bekommen. So, Shop News. Wir sind hier im Shop und wir schreiben das Jahr 2021. Und komischerweise ist das Jahr 2021 ja viel schlechter wie das Original Pandemie 2020 im Ausbruch und was da alles los war. Ist schon merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig. Es wird ja sicherlich alles noch enger werden. Es wird ja alles noch komischer werden. Und man weiß gar nicht mehr, lohnt sich das alles? Ich muss noch 5 Jahre durchhalten, weil dann werde ich Rentner. Ich weiß nicht, ob ich mich dann von Tauben füttern lassen soll. Also alles, was ihr jetzt hier hört, von mir ist an sich mehr TikTok-like, weil alles sind an sich die TikToker, die mich da ansprechen. Und bei TikTok ist halt eine andere Frequenz, eine andere Menschlichkeit wie hier bei YouTube. YouTube ist ja mittlerweile in Zensur. YouTube hat mich kontaktiert, weil ich ja Creator bin und als Creator darf ich dieses nicht mehr, das nicht mehr, jenes nicht mehr. Ich muss mich also komplett auf YouTube einstellen, um daraus irgendwelche Sachen zu machen. Wird schwierig, weil ich da gar nicht mehr weiß, was ich da machen soll. Wie wir angefangen haben, hat ja alles unheimlich viel Spaß gemacht. Ich wiederhole mich jetzt. Damals Skypen und alles, wie das so richtig losging mit dem Online-Sein. Ja, Seven Loader, Clipfischer, MyVideo, das waren ja so Sachen. Vivenco gibt es noch, aber kostet horrendes Geld. Vivenco merkt aber, dass es so langsam an einem Ast hängt, der bricht. Denn Vivenco macht nämlich also auch schon Werbung. Man solle doch dort irgendwie auf diese Plattform. Nur Vivenco ist halt eine Plattform, die halt wohl auch langsam gehen wird. Wie so manch anderes auch. So, ab 01.01.2022
kommt das richtig digitale Zeitalter auf uns zu. Ab 01.01.2022 werden Gerichtsakten digitalisiert, Anwälte müssen digital, alles wird digital. Es kann sein, dass wir auch alle eine Art E-Mail bekommen, die wir dann horrend bezahlen müssen, damit wir unsere Unterlagen den Ämtern zugänglich. Ja? Also ich habe hier viele Sachen, die halt im Argen liegen. Ich hoffe, es wird besser. Jetzt gehen wir halt auf November, Dezember halt zu im Jahre 2021. Das Wetter ist, wie es ist, alles ist okay. Moin! Einfach Wander. Einfach Wander. Genau. Ja, einfach Wander. Shop-Plaudereien. Ja, ab 01.01.2022 müssen die Rechtsanwälte digital. Eure Fälle muss der Rechtsanwalt dann digitalisieren und bei Gericht implantieren. Ja, das ist halt so. Und so einfach wird es wohl nicht. Ich habe gerade ein paar Anträge bekommen, ob ich das irgendwie übernehmen könne. Aber so einfach ist es nicht. Ein Rechtsanwalt kann also nicht irgendeinem kommen, mach für mich. Das geht nicht, weil der Aufwand ist doch höher wie gedacht. Alle, die jetzt Interesse haben, gehen einfach mal bei YouTube und geben das ein. Das neue Rechtsanwalt Terminal, das die da benutzen müssen. Also Rechtsanwälte müssen benutzen und es wird nicht so einfach. Man kann es nicht irgendeinem geben. Auch wir können da nicht einfach arbeiten, weil da gibt es eine Videokonferenz, da gibt es eine Recall-Schaltung. Was wir nur anbieten können, jedem Anwalt ist klar, das habe ich auch vorhin noch gesagt, dass wir es digitalisieren, den Fall digitalisieren, diesen dann auf einen Stick packen. Denn ich habe schon geschmunzelt, weil seit September 2021 beginnt das schon. Aber ab 01.01.2022 müssen sie dann. So, natürlich kann man nicht einfach mal so einen Laptop kaufen und dann auf dem Laptop. Nee, eben nicht. Ich finde das hochgradig interessant, deswegen mache ich diesen Beitrag. Auch die Anwälte kommen in Pressur. Sie können nicht mal eben so. Also sie brauchen schon ein Stationärgerät, wo sie stationär das da machen. Aus welchem Grund auch immer, entzieht sich im Moment meiner Kenntnis, aber ich habe mir gerade das Video angehört. Mit dem Laptop mal eben am Strand arbeiten und einen Fall bearbeiten. Ich finde diese Videos immer klasse, ist es aber nicht. Ja? So, ich habe dem Anwalt gerade die Videos zugänglich, damit er weiß, wo ich habe mich also darum gekümmert. So, jetzt habe ich noch eine andere Geschichte und zwar Cobra 11, TV Now. Pia Stutzenstein hat gerade soeben ein Video gemacht und freut sich sehr, dass Cobra 11 doch weitergehen soll, aber nicht mehr so als Serie, sondern als 90 Minuten. Mit 90 ganzen Minuten sollen da Sachen auf uns als Abendprogramm auf uns zukommen. Also nicht mehr 45 Minuten Clip, zack, 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 alles abgehandelt, fertig, aus. Nein, soll aber trotzdem auch eine Serie werden. Also an alle Fans von Cobra 11, das passt jetzt auch zu den Rechtsanwalt-Sachen. Deswegen habe ich es gerade mit eingeflochten. Lass uns mal überraschen, was da so auf uns zurollt. Ich hätte zwar sofort gegoogelt und ich hätte auch gerade mit den Leuten hier noch smalltalked. Mal eben gucken hier. Ja, die freuen sich alle. Alle, wir kriegen dann wieder Nils gesagt, wo gedreht wird. Ich will hoffen, dass Nils auch dabei sein darf. Ne? Also Pia Stutzenstein hat es gerade gesagt, ob Nils Kurvin dabei ist oder Atelay Erdogan. Das weiß ich natürlich nicht, weil die Herrschaften sind momentan im Urlaub.
Wie gesagt, Pia hat es gerade rausgehauen bei TV Now. Lass uns mal überraschen. Und an alle Anwälte, so einfach geht es nicht. Ich habe mir das eben hier geben lassen. Ist die Installationssoftware von der Bundesrechtsanwaltskanzlei. Alle Rechtsanwälte müssen empfangsbereit sein. Deutschlandweit zum Festpreis, ist klar. BEA heißt das, BEA, persönliche Beratung zum Thema BEA. Ne? So, ja. Ja, ist klar. Also wie gesagt, das sogenannte elektronische Anwaltspostfach. Also die Anwälte werden demnächst Postfächer haben und brauchen also ein Stationsgerät mit Kamera und so weiter und so fort. Können natürlich auch ein bisschen auch noch mit dem Laptop, aber ist halt so. So einfach ist es nicht. Wie gesagt, die Anwälte haben seit September die Auflage, sie dürfen üben, machen und tun. Aber wie das so ist, sind natürlich Firmen, die Software den Anwälten da zur Verfügung stellen. Meiner einer kann nicht mal eben, ja. Ich habe es nur gerade erklärt, ich habe mich also hingesetzt und habe mir das jetzt mal eben angesehen, was auf einen Anwalt zukäme, also die Software. Ich habe ihm gesagt, wie die Software eingespielt wird, wo er dann damit arbeitet und wie er dann die Sachen auf den Weg bringt. Also ich kann für die Anwälte halt nur Sticks oder auf einer Datenplatte, Festplatte, SSD oder so, einfach eben auflesen das Ganze, sie spielen es dann ab. Anders ist es nicht möglich. Also ich werde meinen Anwälten, wie den Ärzten auch, sagen, kauft euch eine SSD, Festplatte, 1 TB, kann ich also reichlich Dossiers aufspielen, in Clustern setzen, und ihr könnt die abrufen und dann an das Gericht weiterleiten. Wird also sehr lustig im Jahre 2022. Tja, auch die Anwälte werden digitalisiert. So sieht's aus.